doch sagen, wir machen mal ein neues Video und mal auf einer anderen Ebene, sage ich mal, mit einem ganz anderen Anfang. Deshalb würde ich sagen, herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Wir gehen an den Explorer Race GT50 dran. Was machen wir? Den Zylinder. Wir setzen den Zylinder auf und schauen mal, wie es so funktioniert. Ja, wie man schön sehen kann, hier ist mein Kolben. Ich nehme jetzt hier mal das Tuch einfach weg. Hier ist mein Kolben und der Kolben muss jetzt in den Zylinder rein geschoben werden. Sagen wir es mal so. Und dazu natürlich bereiten wir jetzt erstmal die Dichtung vor und dann den Zylinder mit Öl, dass hier auch schön Öl mit ins Spiel kommt, dass man nicht bei den ersten Start auch gleich einen Klemmer bekommt und dass der Zylinder einfacher auf den Kolben erstmal rutschen kann. Hier ist mein Zylinder, das heißt, ich habe geguckt, ob hier alles sauber ist, ist alles okay hier dran. Das würde jetzt bedeuten, hier kommt jetzt einfach Öl rein und ich verteile mein Öl ja überall, wo es auch sein muss. Und ja, wird schön verteilt. Hier sieht man das, glaube ich, jetzt ganz gut. Ich verteile hier mein Öl auch genau hier am Rand, dass mein Kolben es so leicht wie möglich hat, hier reinzurutschen. Also hier braucht ihr nicht mit Öl sparen. Das Ding darf ruhig von innen schön, ja, glibberig sein, sage ich mal so. Auf jeden Fall, das sieht schon gut aus. Alles schön verteilen. Wie gesagt, umso leichter, wenn ihr hier diese Enden mit einschmiert, umso leichter hat der Kolben ja sein Reinkommen, gerade jetzt bei den Ansätzen. Und jetzt kommt der Zylinder drauf. Ich nehme meinen Zylinder, gucke noch mal, ob alles okay ist hier dran, nehme meinen Kolben jetzt schon mal hoch und setze hier schon mal meinen Zylinder ein Stück auf. Das heißt, ich muss jetzt den ersten Kolbenring zusammenbringen und auch so, dass er wirklich ja vernünftig oder einen vernünftigen Sitz hat. Dazu muss ich jetzt selbst gucken, wie komme ich hier am besten dran, um meinen Kolbenring hier zusammenzubringen. So sieht es auf jeden Fall schon mal gut aus. Nehme jetzt mein Kolben mal ein Stück zurück. Oh, halt! Ja, so sollte es eigentlich nicht sein. Nehme ihn auf jeden Fall ein Stück zurück und richte ihn jetzt nochmal aus. Weil, wie gesagt, das ist jetzt nicht so einfach. Gerade weil ich euch das irgendwie zeigen möchte. Aber das geht nicht so einfach, wie ich es eigentlich mir denke gerade. So, aber der erste Ring sitzt auf jeden Fall schon mal. Das heißt, jetzt den zweiten in seine Position bringen und den zweiten aufsetzen. Dazu muss ich natürlich gucken, wo ist hier wieder meine Kerbe. Mit dem Licht ist das gerade nicht so gut hier. Mal gucken, ob ich jetzt was sehen kann. Ich müsste die Lampe andersrum haben. So kann ich auch meine zweite Kerbe hier zusammensetzen und oder zusammenziehen und versuche ganz vorsichtig den Zylinder aufzuschieben. Normal sollte er jetzt schon rutschen, aber das kann ein Zeichen sein, dass ich die Kerbe noch nicht ganz getroffen habe.
Jetzt geht natürlich auch der erste Ring wieder aus, aber das ist nicht so schlimm. Einfach immer die Ruhe bewahren dabei. Kein Stress, keine Hektik dabei. Ich muss mal sehen. Das ist eben das, was schwierig ist, auf die Kamera mitzubringen, wenn man ja alleine ist. Erste sitzt schon mal. Noch sitzt er. Jetzt würde es bedeuten, wir müssen aber den zweiten auch noch mit reinbringen. Wahrscheinlich habe ich jetzt den Kopf davor. Das sollte ich wahrscheinlich von der anderen Seite machen. Ich gehe mal auf die andere Seite und stelle euch mit um. Jetzt ist es so, hier ist meine zweite Kerbe, aber ich komme hier so schlecht dran, weil der Motor ja noch in eingebautem Zustand ist. Und da muss ich selbst erstmal sehen, wie es für mich hier am besten das rankommt. Es ist eben nun mal nicht so einfach, weil hier ist es doch ganz schön eng. Lass uns mal gucken, wo die Kerbe ist. Wir wollen ja hier auch nichts kaputt machen. Es soll nach Möglichkeit gleich gelingen. Das würde bedeuten, er sollte normalerweise schon rutschen. Das ist ein Zeichen, dass der Kolbenring immer noch nicht an der Stelle sitzt, wo er sitzen soll. Also, der Zylinder sitzt schon mal auf seiner Position. Da der zweite Ring nicht reingehen wollte, also zumindest ich konnte nicht mit einer Hand zusammendrücken und mit der anderen Hand den Zylinder randrücken. Deshalb habe ich mir eben Iris dazu geholt und dass ich den Ring richtig mit zwei Händen zusammendrücken kann. Und Iris hat von vorne den Zylinder langsam aufgeschoben. Jetzt ist er schon mal in der Position, wo er auch hingehört. Gott sei Dank. Auf jeden Fall ist es jetzt so. Jetzt mache ich hier meine Spritze sauber mit dem Zweitaktöl und gebe hier nochmal Öl drauf, so dass auch genug Öl vorhanden ist. Wenn ich jetzt den Rest aufschiebe, ich tue das hier so ein bisschen einfetten, das Ganze nochmal. Man muss es nicht machen, aber ich mache es eben zur Sicherheit, dass der Kolben auch wirklich seine Schmierung hat. Deshalb sage ich ja auch nicht mit Öl sparen, weil das verbrennt dann. Jetzt hier nochmal so ein Tuck, dann kann das sich hier schön dran lang ziehen. Und von vorne kommt auch noch mal ein bisschen Öl rein. Das schadet auf jeden Fall nicht, weil der Kolben lebt dann von Öl sozusagen. Also ich verteile hier nochmal Öl, nur dass der Kolben wirklich richtig schön geschmiert ist. Dichtung sitzt, das würde jetzt heißen, aufsetzen. Ja, das sieht doch wohl super aus. Jetzt kann ich auch den Test machen. Das machen wir aber jetzt in dem Moment, wo ich euch umstelle. Ich halte den Zylinder mit einer Hand gegen und drehe hier hinten an Polrad. Das heißt, ich drehe jetzt hier mal, das hört sich gerade so, und lasse ihn erstmal ein paar Mal hin und her. So kann er den Überfluss erstmal hier rausdrücken, wo nichts sein muss. Das heißt, so, das sollte schon reichen und wir können jetzt den Zylinderkopf aufsetzen. Jetzt hat sich ja hier unten das Öl erstmal rausgedrückt. Das bleibt ja auch nicht aus. Da erstmal mit einem sauberen Lappen
nochmal dran lang gehen und den Kopf von dem restlichen Öl befreien. So, das sieht schon ganz gut aus. Das würde jetzt bedeuten, Kopfdichtung, immer gucken, ob sie auch richtig schön sauber ist. Sie ist richtig sauber, deshalb können wir jetzt die Kopfdichtung hier aufsetzen. So. Jetzt bin ich natürlich auch mal gespannt, wie rutscht der Kopf hier drauf. Also die Dichtung dichtet das schön ab, das sieht man auch. Also das sieht schon mal prima aus. Jetzt kommt der Kopf drauf. Ich habe meinen Kopf in der Hand und gehe hier aber nochmal zusätzlich mit einem Tuch rüber. Wie gesagt, sauber. Nehmt immer ein sauberes Tuch dafür und dann sollte das auch in Ordnung sein. Hier ist mein Kopf und wir setzen jetzt den Kopf hier mal an. Ja, und der guckt, der rutscht ganz alleine drauf. Nochmal einen hinterhergeben. Na, wer sagt's denn? Jetzt fehlen nur noch die Muttern. Ich habe eine 12er Nuss drauf und steck einfach, na nur, wo seid ihr? Steck einfach die Mutter hier drauf und drehen jetzt langsam erstmal nur so, dass wir den Kopf nach Möglichkeit erreichen, die Mutter so weit drauf, aber dazu brauche ich doch eine Ratsche, die sind ein bisschen schwerfälliger, aber das soll uns eben nicht stören. Das heißt, erstmal nur, dass man gegenkommt. Manche Muttern gehen von allein drauf, manche tun sich auch ein bisschen schwerer, aber so, ich glaube, das sollte schon mal reichen. Die nächste, aber wie gesagt, dann hilft man eben mit der Ratsche ein bisschen nach und vor allem Kreuzverfahren anbringen. Die hier geht ganz alleine drauf, so wie es sein soll. Nur handfest anbringen und wie gesagt, in Kreuzverfahren, dass der Kopf sich auch wirklich richtig setzen kann, dass er den Sitz hat, den er eben auch haben soll. Bei Zweitakt, da ist das ja nun recht einfach gemacht. Hier bekomme ich gerade ein kleines Problem mit meiner Ratschennuss. Und zwar komme ich hier sehr, sehr dicht an die Zylinderrippe dran. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so schön. Also das ist ein bisschen sehr knapp hier, finde ich. Ich helfe mal ein bisschen mit der Knarre nach. Oder mit der Ratsche. Setze das hier auf und helfe mal so ein bisschen nach. Mal gucken, ob sich das ergibt, dass ich die Nuss... Ja, es ist auf jeden Fall noch in Ordnung. Also es ist nicht so knapp. Man kriegt auf jeden Fall die Nuss ohne weiteres ab. Ich ziehe jetzt natürlich auch meinen Kopf schon mal, wie gesagt, oder die Mutter ganz leicht gegen den Kopf. Hier, die kann auch noch ein Stückchen weiter rein. Dazu nehme ich meine Knarre, so, die Ratsche. So. Wie gesagt, ganz leicht erstmal nur gegen. Ja, das sieht schon gut aus. Oben ein bisschen bringe ich etwas mehr Druck drauf. So, das sieht auch schon gut aus. Ja. Ja, das heißt, ich fange jetzt an, meinen Kopf festzuziehen. Das habe ich ein Gefühl, da brauche ich keinen Drehmomentschlüssel für, weil sowas habe ich schon sehr oft gemacht. Von daher, ja, irgendwann hat man das ein Gefühl. Ziehen jetzt unseren Kopf schön gegen.
Hier muss ich jetzt erst wieder drauf kommen. So, es geht aber auch. Und Attacke. Ja, Kreuzverfahren zwischendurch immer einhalten, dass ihr euch sicher sein könnt, dass das dann auch wirklich fest ist. Ja, hier ist so viel im Weg, aber das lässt sich nicht vermeiden. Man muss trotzdem irgendwie drankommen. Ja, das sieht gut aus. Also, Kopf ist fest. Ja, das würde bedeuten, wir gucken mal. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, das ist okay. Auf jeden Fall ist klar, jetzt baut er noch keinen großen Druck auf. Es ist auch keine Zündkerze vorhanden. Also, das ist schon mal gegeben. Dann bin ich natürlich echt mal gespannt, ob er auch wieder seine Leistung voll entfalten kann. Ich habe jetzt erstmal die Kerze reingemacht, dass hier eben kein Schmutz dran kommt. Das würde jetzt natürlich bedeuten, wir müssen die Plastikabdeckung wieder aufbringen. Ja, dazu muss ich hier selbst erstmal gucken. Das sitzt schon mal. Das sitzt auch schon mal alles an seinem Platz. Und was wir jetzt natürlich noch brauchen, ich gucke hier nochmal. Ja, sieht gut aus. Und jetzt kommt das Gegenpart. Also hier, wo ist die Verkleidung noch dran? Da, wo das Polrad ist. Jetzt kommt die Polradverkleidung dran. Und zwar muss die natürlich vernünftig aufgesetzt werden. Ich suche mir hier meine Haltepunkte, die ich dafür brauche. Wie jetzt hier. Moment, wo sind wir? Hier. Und hier vorne kommt dann noch der Ölschlauch rein. Das habe ich gerade. Moment, der Ölschlauch läuft hier drunter durch. Ja, so, jetzt aber. Jetzt kann der Deckel hier aufgesetzt werden. Das ist immer so eine Sisyphusarbeit, aber es geht eigentlich. Also man muss nur eben sehen. Ja, Moment, hier. Das ist der Schlauch, genau. Jetzt sollte das aber gleich passiv sein. Deshalb aufsetzen. Wenn ich nicht alles wegschmeiße, dann kann ich jetzt unseren Deckel hier verschrauben. Da muss ich nochmal gucken. Ich sehe hier gar nicht so richtig. Jetzt aber. Das heißt, einmal hier vorziehen. Hier oben kommt eine Kreuzschlitzschraube rein. Ja, das ist immer gar nicht so einfach, wenn man so dicke Finger hat, das alles so hinzubekommen. Gerade weil es ja hier auch noch sehr knapp ist. Aber es funktioniert doch. Was will man? Nur nicht rumrollen, Peter. Geht doch alles. Nur gewusst wie. Das heißt, hier anziehen, Ratsche nehmen und ein bisschen nachziehen. Dass sie auch wirklich der Halt wieder gegeben ist, alles dicht ist und vor allem fest ist. Gut, nächste wäre Auspuff. Wie ihr ja wisst, war der Auspuff nur oben befestigt. Ich gucke mir das Ganze jetzt trotzdem nochmal an und hänge den Auspuff erstmal hier an der oberen Schraube, wo er befestigt war, an. Das heißt aber lange noch nicht, dass ich mich mit den unteren Teilen nicht befassen möchte.
Aber stimmt, da muss ein neues Gewinde rein. Das machen wir jetzt. Das würde ja heißen, hier unten das Gewinde ist ja zermahlen, zerbürstet oder wie man das auch immer nennen möchte. Da versuchen wir jetzt einfach mal ein neues Gewinde reinzubringen, dass hier auch die Schraube wieder sich sauber reinziehen kann. Und ich gucke jetzt mal, ja, das hat auch einen Anschlag, also ganz durch kommen wir damit nicht. Dann gehen wir einfach bis zum Anschlag. So, das sieht schon gut aus. Das sieht aus wie der Anschlag. Ja. Ja, das sieht schon recht gut aus. Ich gehe aber immer noch mal ein Stück weiter, weil normal ist hier hinten kein Anschlag. Geht eigentlich durchgängig. Ja, es sind eben Arbeiten, die man dann auch so mitmacht. Und jawohl, jetzt sieht es gut aus. Das heißt, wieder raus damit. Und wir haben auf jeden Fall erstmal wieder ein Gewinde. In der Hoffnung, dass es natürlich auch so bleibt. Na, komm schon drauf. Ja, geht doch. Man muss sich einfach nur Zeit lassen und die Ruhe einfach bewahren. Nützt ja nichts, wenn ich da jetzt Gas gebe wie nichts und habe nichts davon. Das Ganze spüle ich jetzt aus und zwar mit Bremsenreiniger. Halt, gucke jetzt hier mal. Ja, das sieht gut aus. Können wir so lassen und jetzt mit Bremsenreiniger einmal durchspülen. Hier ist mein Bremsenreiniger und halt ein Tuch drunter. Und jetzt kam auch alles durch. Also jetzt ist es frei. So, das sollte Menge ausreichend sein. Auf jeden Fall ist das Gewinde wieder da und sieht nicht ganz so schäbig aus. So kann ich auch gleich hier nochmal so eine kleine Reinigung machen. Vor allem hier kann ich jetzt eine Schraube ansetzen, dass der Auspuff dann auch wirklich einen sauberen Sitz hat. Heute geht es weiter an den Explorer und zwar wir setzen den Auspuff an. Mir hatte da noch was gefehlt gehabt, deshalb setzen wir jetzt den. Oder ich sage mal so, wir setzen das Video jetzt fort, weil ja eine kurzfristige Unterbrechung da war. Und deshalb geht es jetzt weiter. Das heißt, Auspuff anbauen. Ich bin mal gespannt, ob das auch alles so passt. Das Gewinde hier unten, wisst ihr noch, das habe ich ja nachgeschnitten, so gut es ging. In der Hoffnung, dass das jetzt dann auch funktioniert. Wir setzen jetzt auf jeden Fall erstmal den Auspuff nur gegen. Ich ziehe ihn auch noch nicht fest. Ich setze ihn wirklich nur erstmal locker gegen, um zu sehen, wie ist das jetzt unten am Krümmer? Passt das auch? Ist der Flansch in Ordnung? Sitzt das? Und bevor da irgendwas schief geht, wollen wir natürlich erstmal gucken. Jetzt war ich mir nicht sicher, nehme ich nur die runde Dichtung oder nehme ich auch diese Dichtung. Ich würde sagen, ich versuche es mit beiden. Umso einfacher würde ich den Auspuff gedichtet bekommen. Das heißt, wenn ich jetzt diese Dichtung nehme und diese Dichtung hier nehme, ich hänge den extra nicht ein, weil ich mache das lieber jetzt separat. Aber ich möchte trotzdem erstmal gucken, funktioniert oder würde das auch funktionieren, wenn ich beide Dichtungen nehme oder nur die eine. Wenn ich hier so gucke, dürfte auch die eine reichen, aber ich verlasse mich immer ungern da drauf. Normalerweise, ja,
Ja, wie gesagt, also ich würde lieber mit beiden Dichtungen arbeiten, dann habe ich die Möglichkeit, falls doch irgendwo, weil das ist ja, sind ja Nachbauzylinder, dann hätte ich da auch keine Undichtigkeit drin. Deshalb, ich würde mal sagen, ich lege hier die Dichtung, ich hänge sie einfach mit der Schraube zusammen ein und halte das Ganze erstmal an, um zu sehen, wo muss ich hier mich auch bewegen, dass ich hier meine Schraube reinbekomme. Ja, es sah eben schon ganz gut aus, aber ja, das sieht auch gut aus, aber irgendwie ist es noch nicht so richtig. Deshalb immer die Ruhe bewahren dabei, weil Hektik und Stress bringt dabei nichts. Wenn das jetzt nicht gleich gelingt, dann werde ich das natürlich so machen. Dann setze ich den Auspuff an und zeige euch das dann, wenn es soweit ist, mit dem Befestigen. Aber erstmal möchte ich noch einmal mit euch zusammen probieren. Das ist gar nicht so leicht. Man hat nur eine Hand und möchte aber mehrere Sachen auf einmal machen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Deshalb jetzt nochmal dasselbe hier rein. Wenn mir die Schraube jetzt nicht nur abrutscht, hier rein und nochmal vorsetzen. Ich muss natürlich hier mein Schraubenloch auch treffen. Das ist jetzt eigentlich das Ziel. Wie gesagt, man müsste mehrere Hände haben. Wenn die Dichtung jetzt zur Seite geht, ist das dann nicht so schlimm. Aber hier bin ich drin. Das würde bedeuten, ich ziehe jetzt meine Dichtung hier einfach mit rüber und setze hier noch meine Schraube an. Ich glaube, das mache ich lieber in Ruhe, weil das ist hier eine ganz schöne Pruckelei und ihr seht dann eh nicht genug. Ja, ich setze das an, aber wir ziehen das dann zusammen an. Ihr könnt euch, wie gesagt, noch daran erinnern. Also ich ziehe jetzt erstmal meinen Auspuff hier rein. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr genau die gleiche Schraube, aber im Grunde sogar noch eine schönere, wenn man es so nimmt. Also ich ziehe die Schraube jetzt hier erstmal ein Stück rein und oh, für die obere brauche ich eine Nummer größer. Wie ich immer sage, in einem guten Haushalt hat man soweit alles zu Hause. Ich ziehe die Schrauben nicht richtig gegen, sondern nur erstmal locker, also dass ich hier noch Spiel habe. Jetzt können wir unten anziehen. Werkzeug habe ich mir jetzt parat gelegt und jetzt geht es aber erstmal darum, weil hier komme ich nicht mit der Ratsche dran. Deshalb ziehe ich hier ganz einfach mit meinem Ringschlüssel an. Ja, das ist immer so eine Fummelei, aber meistens funktioniert das. Ich ziehe mal den Auslass ein bisschen, aber nein. Will nicht. Deshalb wird jetzt so gegengezogen, ganz leicht erstmal, nur dass die Schraube sozusagen gegen den Krümmer kommt. Das gucken wir uns auch gleich gemeinsam noch mal an. Muss natürlich gucken, weil ich habe ja die Schrauben jetzt von mir genommen. Das sind neue Schrauben. Dass sie nicht zu lang sind und oben durchkommen, dass ich irgendwas hier weghaue. Nein, das sieht gut aus. Das würde jetzt bedeuten, ich kann hier, soweit ich das noch weiß, die Knarre benutzen, also die Ratsche. Deshalb Ratsche drauf und ein bisschen gegenhalten und vorsichtig anziehen. Ja, das sieht schon gut aus. Noch ein bisschen.
Ja, es quetscht sich auf jeden Fall hier schon zusammen. Und hier brauche ich jetzt gar nicht mehr auf dieser Seite groß ziehen, weil ich jetzt hier schon langsam gegenziehe. Das sieht eigentlich schon gut aus. Wir machen das ganz einfach. Ich drücke jetzt den Kickstart runter und dann hört man ja, ob es da schon ein bisschen blubbert oder dicht ist. Da gucken wir doch mal. Oh ja, oh, und Kompression. Kompression, richtig schön. Also, ihr wisst, ich hatte hier gut Öl reingehauen, aber die Kompression ist da und er scheint auch erstmal dicht zu sein. Eine Umdrehung noch, dann sollte das ausreichen. So, lassen wir das erstmal. Jetzt kann ich drüben den Auspuff festmachen. Ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm, wenn man jetzt wie hier zwei verschiedene Schrauben hat. Sicher, ich hätte jetzt zwei davon nehmen können, aber wir wollen das im Grunde ja nur, dass es fest ist und auch wieder vor allem vernünftig ist. Und nicht so, ja, wie vorher. Ich gucke hier mal. Also hier habe ich noch eine leichte Lücke zwischen. Im Grunde müsste hier doch noch was zwischen, dass ich den Rest, also obwohl das der Originalauspuff ist, ist hier komischerweise die Lücke drinne. Unten der Krümmer, gut, das hat gepasst, aber eventuell würde ich hier gerne noch was hinterpacken. Also so einen kleinen Puffer. Geschafft. Auspuff sitzt richtig gut. Schlauch an Auspuff ist auch wieder dran. Den habe ich richtig fest rangezogen mit einem Rappband, wie es vorher auch war. Also im Grunde, das sollte schon ausreichend sein. Den Öltank habe ich angebaut. Was jetzt noch kommt, ist, wie immer, ich habe immer das Glück und ja, ihr wisst Bescheid. Das ist jetzt das nächste, was dran kommt. Das stelle ich mir auch gleich hier schon mal hin, weil morgen geht es weiter mit den Vergaser. Für heute mache ich Feierabend, da ich heute schon ein Video eingestellt habe, mache ich jetzt noch das zweite für euch extra. Weil ihr solltet ja wissen, dass es weitergeht. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie macht er sich, wenn er denn dann auch läuft. Ich hoffe ja wohl. Gut, aber es heißt erstmal um einiges einfahren. Also nicht Vollgas und die Berge runterjagen oder auf Geraden. Also wirklich erstmal einige Kilometer Piano. Nicht, dass dasselbe nochmal passiert, was dem Roller schon passiert war, dass er nämlich schon mal einen Klemmer zwischendurch hatte. Also, ihr wisst Bescheid und wir sehen uns wie immer schnellstmöglich wieder. Macht's gut, tschüss.